Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Arena Ladder Battles. Wir spielen heute gegen Benny und ich hoffe, wir können unsere Siegesserie weiter fortsetzen. Beim letzten Mal hat es sehr, sehr gut geklappt. Das war ja mit Garados ohne Probleme. Jetzt könnte es etwas anders aussehen. Ich sehe hier schon Victini und vor Victini wurde ich gerade nochmal in der Konfi gewarnt. Also nicht ich persönlich, aber irgendwer hatte sich über Victini beschwert, dass wir vielleicht eine Attacke hätten bannen sollen, die wohl sehr krass ist. Ich kenne sie selbst auch nicht. Ich weiß, dass Victini vom Typ Feuer ist, aber wir sollten uns auf jeden Fall darauf vorbereiten, dass das ziemlich krass werden könnte. Femicula ist auf jeden Fall auch ein interessantes Pokémon. Smogmog ist interessant, aber habe ich nicht so mega Respekt vor. Und Trikefalo ist natürlich wieder eklig, gemeinsam mit Knackrack. Knackrack oder Gardevoir, dann auch das Mega-Pokémon. Was haben wir dagegen gegen Fee Psycho? Boah, Unlicht, oder? Ist Unlicht sehr effektiv? Ich glaube schon. Womit beginnen wir, ist jetzt die Frage. Wir könnten wieder mit Garados beginnen, aber ich sehe nicht allzu viele physische Pokémon. Wir beginnen dann vielleicht mal mit Trikefalo. Trikefalo ist ja eigentlich so ein Pokémon, mit dem man startet. Und das werden wir jetzt auch einfach mal tun. Ja, okay, auf geht's. Schauen wir mal. Victini, ja, eine Halblegende. Von daher sehr gefährlich. Müssen wir echt aufpassen. Mal schauen. Alles klar, Benny kommt. Und Benny werden wir hoffentlich auch besiegen können. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ich bin gespannt. Benny will mit dir kämpfen. Ich habe vergessen, die Musik umzustellen. Nein, schöne Mütze übrigens. Amazon kommt. Amazon, nice. Und Trikefalo. Ja, Amazon können wir one-hitten. Mit einer Feuerattacke. Ist jetzt die Frage, wird er wechseln? Wahrscheinlich, oder? Oder rechnet er nicht mit einer... Doch, bei Trikefalo rechnet man mit einer Feuerattacke. Und ich glaube, wenn er mit Pokémon wie Amazon spielt, dann wird er auch mit einem Wechsel rechnen. Wenn nicht, dann haben wir uns verpokert und liegen daneben. Aber ich setze Draco Meteor ein. Er überlegt noch. Das bedeutet, er überlegt, auf was er wechselt. Das ist gut. Ich hoffe, es kommt nicht Gardevoir. Da bringt Drache nämlich nichts, ne? Er bleibt drin. Nein, verdammt. Oh, das ist schlecht, aber ich glaube, die Spezialverteidigung ist trotzdem ziemlich mies. Es geht trotzdem down. Oh mein Gott, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber es geht trotzdem down. Alles klar. Drin bleiben, also haben wir schon mal das richtige Pokémon gewählt. Jetzt müssen wir allerdings wechseln oder einen weiteren Draco Meteor raushauen. Und es kommt Gardevoir. Autsch. Gardevoir, nein, warum? Oh Gott. Gardevoir ist heftig. Gerade gegen uns. Ja. Keine Ahnung. Opfern wir Trikefalo? Das wäre eine Möglichkeit. Oder wir opfern irgendein anderes, beliebiges Pokémon. Gyarados könnte eine Mondgewalt sogar überleben. Irokex Trikefalo eher nicht. Also Irokex vielleicht auch noch, aber es bringt nichts mehr dann anzugreifen. Absol auch nicht. Piondragi auch eher nicht. Despota könnte es überleben. Aber Despota ist mir zu wichtig. Ich glaube, ich hau lieber noch einen Draco-Meteor rauf. Bringt ja nichts. Das ist ja viel. Aber Despota... Und ich opfere Despota. Trikefalo jetzt ohne jeglichen Schaden verursachen noch zu können. Ist auch nicht so meins. Despota, es tut mir sehr leid, aber wenigstens haben wir deinen Sandsturm dann irgendwie noch. Und du wirst ja eine Mondgewalt überleben. Vielleicht kannst du danach noch austeilen. Das ist meine Hoffnung. Es ist kein Mega. Okay, das gibt mir neue Hoffnung. Wir überleben ist knapp. Und der Angriff sinkt, ne? Nee, Spezialangriff. Angriff war irgendwas anderes. Ja, wir können jetzt Gardevoir eliminieren, wenn wir schneller sind mit einer Steinkante. Vielleicht wechselt es. Es ist schneller, okay. Das ist mies. Das ist sehr mies. Aber naja. Passiert halt, ne? So. Sandsturm fügt Gardevoir Schaden zu. Es steht 1:1 jetzt. Gardevoir ist halt ein super gefährliches Pokémon. Wir gehen mit Piondragi rein. Da hätten wir zum Beispiel unseren Giftstreich, der sehr effektiv wäre. Jetzt ist die Frage.
Pion Draghi überlebt denn eine Mondgewalt, wenn es drauf ankommt? Ob Gardevoir gewahlschalt ist und deswegen so schnell ist, dann haben wir ein Problem, aber da komme ich jetzt erst drauf. Dann sollten wir auf keinen Fall auf Schwertanz gehen, sondern auf Giftstreich. Er überlegt noch, okay, das ist ein gutes Zeichen vielleicht. Kommt drauf an, was kommt, wenn jetzt ein Stahl-Pokémon kommt. Er wechselt aus auf jeden Fall. Ist nicht unbedingt gut, weil ich hätte lieber Gardevoir down und Haze kommt. Und Haze ist Smogmog. Okay, aber Smogmog kann jetzt nicht so viel machen gegen uns, oder? Kann es irgendwas ausrichten? Oder können wir uns in Ruhe pushen? Das weiß ich nicht. Wir setzen mal einen Schwertanz ein. Ich vermute, dass er es... Vielleicht spielt er es ähnlich wie René mit Plage. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Schwertanz kommt. Okay, wie sieht's aus? Ah, Irrlicht. Ja, da hätte ich drauf kommen können. Aber ist nicht so wichtig. Wir sollten nur jetzt nicht weiter noch uns pushen, sondern angreifen. Weil wenn wir einen Volltreffer landen, dann ignorieren wir ja die Verbrennung auch. Und wir sind ein Pokémon, das 50%, mit einer 50% Chance Volltreffer landen kann. Demzufolge soll uns das nicht weiter stören. Und wir hauen einen Nachthieb raus und der sollte im Normalfall reichen. Vielleicht wechselt er jetzt auch. Wäre auch nicht schlimm. Wenn wir alle Pokémon so ein bisschen kennenlernen, ist es auch schon viel wert. Nachthieb, komm schon, Volltreffer. Ne, sieht man schon, wie langsam es geht. Lightiler kommt. Ja, okay, ich habe 7 KP verloren. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Okay. Sandsturm hört auf, das ist schon mal wichtig. Aber wir nehmen halt kontinuierlich Schaden. Das ist unschön mit der Verbrennung. Von daher, Pion Draghis Zeit tickt ab. Und wenn Gardevoir tatsächlich gewahlschalt sein sollte, dürfte es auch schneller sein als Pion Draghi. Und dann reicht eine Mondgewalt auf jeden Fall aus. Ansonsten hatte er noch einen Tigefalo. Ich weiß es nicht, ich kämpfe im Moment so viel. Ich kann mir die ganzen Teams immer nicht merken. So, jetzt aber, komm schon. Ja, nice. Aber es überlebt trotz allem noch. Boah, krass, ein Flammenwurf. Der haut jetzt auch noch mal ein bisschen dazu rein. Mann. Fuck. Ich dachte, mit Schwertanz und Volltreffer, weil Volltreffer ist 2,5-fach, Schwertanz verdoppelt das Ganze noch mal. Hätte ich jetzt echt gedacht, dass wir es down kriegen. Komm schon, weiteren Volltreffer bitte. Ja, nö. Nicht so. Lightiler. Verliere ich KP? Ja. Okay. War jetzt nicht so sinnvoll, ne? Vielleicht hat er eine Heilung erwartet oder dass sich wechselt vielleicht. Okay, wir sind down leider. Das hat nicht gut funktioniert hier an dieser Stelle. Es sieht nicht gut aus für uns. Wen setzen wir jetzt ein? Absol. Definitiv Absol. Wir sind schneller als Absol. Und dann können wir uns schon mal megan. Und wir können ihn eliminaten. So, Mega-Entwicklung und den Eisstrahl. Der sollte ja reichen, oder? Hoffe ich jetzt mal. Sonst wäre es bitter, Mann. Sonst wäre es echt bitter. Aber Smogmog ist richtig. Hat ja keine so gute Spezialverteidigung. Auch keine so schlechte, glaube ich. Aber auch keine mega gute. Demzufolge sollte das Eisstrahl doch reichen, da um so ein paar KPchen wegzudrücken. Nice! Und die Mega-Entwicklung haben wir auch. Das ist wunderbar. Jetzt ist die Frage, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Gardevoir. Ah, ist das eklig. Ist das eklig. Und jetzt hat es auch noch Magiespiegel. Ja, das Ding ist jetzt halt, dass es tatsächlich gewahlschalt sein wird. Und das ist ein Problem. Ich weiß nicht, wie wir gegen sein Gardevoir ankommen sollen. Außer jetzt ein weiteres Pokémon zu opfern. Und wir haben Gyarados, Irokex und Tricephalo zur Auswahl. Und Gyarados ist ein Pokémon, das ein ganzes Team auseinandernehmen kann. Sollten wir nicht opfern. Ich glaube, am wenigsten nützlich wird uns Irokex sein. Deswegen wechsle ich mal. Oh, Mann. Und jetzt kommt die fette Mondgewalt wieder, ne? Es ist so... Fee ist echt... ekelhaft gegen mich. Und es ist down. Okay. Mist. Ja, Gyarados. Ein Gewaltschalt des Gardevoir ist gegen uns halt der Tod. Es ist gegen uns der Tod. Jetzt ist die Frage, was machen wir?
Gehen wir auf Drachentanz. Unsere Mega-Entwicklung können wir ja nicht mehr machen. Wäre jetzt auch gegen God War der Tod, aber... Ja, ist die Frage, ne? Wenn wir einmal uns Drachen tanzen, sind wir dann schneller als God War? Ich würde sagen, ja. Kann ich mich irren, aber vielleicht wechselt er auch. Aber wir sollten auf jeden Fall eine Mondgewalt überleben. Wenn er wechselt, wäre es, glaube ich, nicht so schlecht. Es kommt nochmal eine Mondgewalt. Bitte zieh weniger als die Hälfte ab. Das ist unrealistisch, aber es wäre geil. Ah, oh, 78 KP, ey. Knapp über die Hälfte. Jetzt ist die Frage, sind wir schneller? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen angreifen. Wir sind schneller. Reicht die Kaskade? Es ist Step plus gepusht auf den God War. Sie reicht. Das ist schon mal sehr wichtig, dass God War weg ist. Aber... Ja. Keine Ahnung. Wir dürften jetzt schneller sein als alles, was er hat, hoffe ich. Das heißt, wir können zumindest nochmal eine Attacke raushauen. Wenn er jetzt irgendwas mega Gutes gegen uns hat. Trikefalo. Da haben wir den Eiszahn. Glaube ich nur fast nicht, dass das reichen wird. Na gut, Eiszahn, komm. Boah, meine Fresse. Okay. Komm schon, reiche, bitte. Es ist unrealistisch, aber reiche. Oh, so knapp, so eng, so... Es geht wieder daneben, meine Fresse. Was haben wir für ein Glück? Wir können das Ding noch reißen. Schon wieder, weil Draco-Meteor daneben gegangen ist. Kaskade reicht. Okay, komm. Was ein Luck aber auch. Der zweite Draco-Meteor in Folge, der bei uns daneben geht und spielentscheidend sein könnte. Mann! Heilige Mutter Teresa. Also Trikefalo hätte ich dann vielleicht noch outspeeden können und es besiegen können, aber Garados wäre halt weg gewesen. Das ist jetzt gegen Victini essentiell wichtig. So. Wir sollten schneller sein und eine Kaskade sollte reichen. Es ist vom Typ Feuer. Feuer Psycho? Ich weiß es nicht genau, aber Feuer habe ich mir gemerkt. Weil ich das damals im Schwarz-Let's Play draußen hatte. Und es ist weg. Nice. Ich habe noch mit einem Fokuscode oder sowas gerechnet. Victini ist auch da. Und Garados ist echt immer unser Retter, oder? Garados ist unser rettender Punkt. Und Knackrack. Oh, geil. Knackrack, ich war nie so froh, dich zu sehen. Leb wohl, Knackrack. Knackrack Need kommt nochmal, okay. Ey, das war jetzt... Es tut mir leid, Benny. Es tut mir wirklich leid. Du hättest den Sieg... Ah, ich weiß nicht, ob du den Sieg verdient gehabt hättest, weil du halt ein extrem gutes Pokémon gegen uns hattest, aber du hast auch nicht schlecht gespielt oder so. Und du hättest den Sieg auf jeden Fall verdient gehabt, weil du die besseren Pokémon dabei hattest. Demzufolge GG an dich, das... Ein 3-0 sieht eindeutiger aus, als es tatsächlich war. Das hätte richtig in die Hose gehen können. Ja, das soll es gewesen sein mit diesem Kämpfchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder im Arena Ladder Battle. Bis dann. Ciao.